Was geht ab, meine lieben Freunde? Und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Es geht hier weiter. Ein bisschen an einem anderen Punkt, nicht wundern. Ich habe gerade schon ein bisschen umgetestet. Wollte noch ein bisschen Einstellungen umstellen, weil ich hier Updates runtergeladen habe, gemacht habe, getan und pipapo. Und ja, scheint actually jetzt zu laufen. Akio. Lumos. So, wir haben hier eine Nebenquest. Mal sehen, was die von uns möchte. Genial, oder? Die dialischen Schlüssel, genau. Das hat irgendwas damit zu tun. Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Was sind das, diese Truhen mit den Augen vielleicht? Warum sollte ein Schulleiter so etwas tun? Warum beschwor Professor Maul fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Und warum folgst du nicht den Schlüsseln? Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Ich werde es mir mal ansehen. Vielleicht versuche ich's mal. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Halte die... Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Die daedalischen Schlüssel. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ja, das wüsste ich jetzt auch gern. Und vor allem, was für Schränke gemeint sind. Das interessiert mich mal brennend. Weil dann würden wir herausfinden vielleicht, wie wir die... Oder... Wie man die Truhen hier öffnet. Hier hoch. Prinzipiell. Warte mal. Welcher Mission folge ich denn jetzt hier? Ja, da will ich hin. Auftrag verfolgen. Muss kurz Katze rauslassen. Moment. So, entschuldigt. Man kennt es ja. So, by the way, wenn euch die Folgen gefallen, das Let's Play, das Projekt, lasst es doch gerne mit einem Like oder Abo da und mich wissen. Dann, ja, das würde mich einfach sehr freuen. Wenn die supi. So, ein bisschen laggy ist es immer noch, aber das liegt, glaube ich, einfach am Spiel, also. Daran, dass das noch nicht so optimal optimiert Hallo. Ist. Kannst du mir helfen? Hallo, was heißt er denn für einen generischen Code da? Hallo, kannst du mir helfen? Hallo, vielleicht kannst du mir helfen. Alfred Plumley, auch eine Nebenquest. Was gibt's denn? Hallo, hast du mich gerufen? Ich dachte, vielleicht hat ein anderer Hufflepuff die Ausdauer, mit mir ein Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja. Klingt fantastisch, ob sich das lohnt. Ja, klingt fantastisch. Eine Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Eine Ahnung, wo ich anfangen soll? Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Alles klar, vielleicht schaue ich mir das mal an. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut,
Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Ach du Scheiße. Irgendein Drache? Das Skelett haben wir schon mal gesehen. Ist das der Brunnen draußen? Da hinter der Tür und dann hinter dem Gemälde oder so? Ah ja. No. So, jetzt würde ich erstmal hier dem Eingedöns hinterhergehen. So. Dann machen wir einfach so. Finde den daedalischen Schlüssel im Astronie. Astronomieturm. So, mein Gott. Ronin? Ist hier oben auch die Hauptquest? Kann das sein? Ah, guck mal hier. Oh mein Gott. Leviosa. Ja, mit der Seite. Danke. Achso, nicht wundern. Ich habe schon ein Level up. Ich hatte noch eine Seite gefunden. Die hatte ich mitgenommen, als ich mich hier kurz in den neuen Einstellungen umgeguckt habe. Na, ja, guten Tag, der Herr. Hallo. Ein Geräusch gehört. Hier hoch. Mei. Hilfe. Oh. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Ah, ja, okay. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Da ist der Schrank. Ah, solche Schränke hier. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Achso, ich muss warten, bis er davor ist, ne? Fuck. Das war es. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Eine Hausmarke. Einfach Schlüssel verkloppt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das war das erste Mal im Leben, dass ich einen Schlüssel verkloppt habe. Geil. Nelly! Ich hab das Ding. Geh mal aus dem Weg, ich muss zu Nelly. Hallo OBS, warum machst du jetzt Probleme? So, funktioniert jetzt wieder alles hier? Dann sind wir wieder zurück. Mein Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, die Sachen funktionieren nach dem Update schlechter als vorher. Nelly, ich komme. Zack, zack, zack. Mein Gott, das ist aber auch eine Rennerei, ne? Hier ist das. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Revelio. Ob mir eine freundliche Seele hilft. Was denn? Zenobia Noke. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noke. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine, ja klar, warum nicht interessant? Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden.
Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. To be honest, hätte ich auch gemacht. Klingt für mich so, als hätten sie auf deine Tat ganz angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Ich kann nichts versprechen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Ah ja. Jede Menge Koboldsteine. Na, erstmal bringe ich einen nach dem anderen hier. Erstmal, wo ist denn die Tante hier? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Sind das die Steine? Das ist der Stein aber. Ja, da ist noch ein Stein. Hol ihn doch. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. So. Könntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Ja, hier. Hallo, Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen. Erklärst du mir nochmal, wie die da... Nein! Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst... Nein, abbrechen! So, hier hinter... Soll irgendwo ein Schatz sein, oder nicht? Wo hab ich denn die Karte? Finde den dritten Orientierungspunkt. Ja, gut. Und die Karte ist wo? Sammlung? Tierwesen, Besen, Zutaten, Beschwörung, Eigenschaften. Vielleicht bei Herausforderungen. Eulenpost. Aufträge? Nice. Ich wollte wissen, wo die Schatzkarte ist. Hier vielleicht. Toll. Brief von Professor Sahas. Oder Sahas. Sehe ich so. Aha, hier, Afos-Karte. Ansehen. F. Ein Gemälde mit einem Haus drauf und Bäumen. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Ich wünschte, Ronan könnte alles unterrichten. Revelio. Ah, da. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Dahinter. Levioso. Reparo. Akio. Levioso. Reparo. Ah, mit Akio. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Und dann da oben dran, okay. Die Tür haben wir letztens gesehen. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Ja, ja,
Museum. Ach, ist das auch wieder nur so ein... Nur. Aber mit Mütze. Den Aufzug, den kann man aber auch sehr falsch verstehen, ne? Den tippen wir nach hier oben. Ist eine schwierige Nummer, sagen wir so. Ist eine sehr schwierige Nummer. Ich lass die Kapuze mal lieber unten. So, was ist das denn hier? Junge, was machst du da? Merkst du nicht, dass hier was abgeht, Junge? Oh. Wofür kann ich das denn gebrauchen? Weiß ich noch nicht, aber ich merke mir das mal. So, hier ist die Tür. Auf da. Moinsens. Ich bin doch der Einzige, der hier mit so einem weißen Ding rumläuft, ne? Mit so einem weißen. Mit einer weißen Robe. Wenn ich aber einen weißen Stab, weiße Robe. Vielleicht bin ich einfach der weiße böse Magier. Auch noch ein weißes Pferd, Alter. Kommt mir nach dem Nvidia-Update ein bisschen leckiger davor, das Spiel. Fühle ich ja wieder. Ja. Diese schönen Updates. Wo steht sie denn jetzt? Ja, meine ich. Wie geht es mit deiner Schatzkarte voran? Hier, guck mal. Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz! Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Ich habe die sogar an die Robe. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? But to be honest. Oh! Haha. Mit der Mütze sehe ich aber gefährlicher aus, ne? Dann sehe ich so ein bisschen geheimnisvoller aus. Yo, was geht? So, wir haben jetzt noch prinzipiell die komischen Dinger da. Lege die Hausmarke in deine Haustür. Oh, ja, dann mache ich. So, pass auf, ich gehe da jetzt einfach nicht schnell hinreisen. Reisen, so. So. Wait, hier war ich doch gerade. What? Ach, hier ist das Ziel. Ich bin auch so eine Pfeife. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ach du Scheiße, bin ich ein Plepp, Mann. Ich komm da jetzt nicht drüber hinweg, Alter. Ich hab mich einfach zur selben Stelle. Oh mein Gott. Heute ist echt alles verloren. So. Das ist die Haustruhe. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um sie zu öffnen. Viel ja. Mehr, wie es aussieht. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Marken. Das ist ja unten links, Alter. GG.
J. Ach man. Kobold-Dinger. So, wo sollen die sein? Da unten irgendwo. Da reite ich auch schnell hin. Reisen, reisen, reisen. Hier wird nur gereisen. Warum ist eigentlich mein... Das ist mir gerade schon aufgefallen. Machen wir mal so. Ja. Mikrofon ein bisschen lauter gemacht. Unten, ne? Ja. Hier? Nee. Ach, oben vielleicht. Oben, oben, ja. So, wo könnte das Ding hier sein? Wahrscheinlich auf einem der Balken, oder? Reverio. Da oben, ja. Hä? Und jetzt komme ich da nicht dran, aber vielleicht von da oben. Akio. Das ist doch ein Schnellreisepunkt. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Ja, bloß nicht fallen lassen. Lass mich fallen lassen. Hey, die hat's fallen gelassen. Na? Stör ich? Pass doch auf. Hä? Ja, ist auch noch einer. Ja, genau. Nehme ich, wo geht's hier hin? Wenn die Leiter sich schon zeigt, dann gehe ich da natürlich auch hoch. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Unterrichtsraum. Imagine, du musst immer eine Leiter hochklettern für deinen Unterricht, ey. Wer bist du denn? Achso. Gar nicht gesehen, dass es eine Frau ist. Sah aus wie so ein kleiner Gollum oder so. Wegen dem Tuch da auf dem Kopf. Modiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Matilda Weasley. War das nicht die Mutter von der... Wie geht sie jetzt einmal? Repar! Ups. Wie hieß denn Nettie? Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Wenn du... Voraussichtlich in 14... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Also wenn... Da stand ja, wenn du dann voraussichtlich stirbst du in 14 Tagen. Das passiert ja aber dann nur, wenn du dir die Hand lesen lässt, oder? Weil sonst wärst du ja schon nach deiner Geburt nach 14 Tagen gestorben. Prinzipiell. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Akio! Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Wenn ich, also wenn man so auf den Gedanken ernst nimmt, sei schon so überlegt, ne? Mit den Wahrsagen. Also geschieht das ja erst, wenn du es dir das wahrsagen lassen. Prinzipiell. Oh! Warte, wohin? Warte, ich folge dem jetzt. Oh. Ja genau, wie schnell ist der denn?
Ich habe so die Orientierung verloren. Hier ist der lange Schlüssel, oder? Ja, hier. Ah. Ja, komm. Habe ich dich, mein Freund. Easy Hausmarker. So, und jetzt holen wir uns da den Koboldstein. Also das ist ja manchmal alles ein bisschen sehr verwirrend, ne, muss ich sagen. Finde ich aber gut. Also was heißt gut, aber finde ich gut gemacht, weil es ja auch in dem Film quasi so verwirrend war, ne? Selbst die Schüler hatten ja manchmal Probleme, sich da auszukennen. Ist also quasi eigentlich nur sinnvoll. Alter, wo zum Teufel ist hier der Koboldstein? Ganz oben oder was? Ich sehe den ja nicht mal ansatzweise. Hier geht's noch höher, okay. Oh. Wait, what? Auf dem Dach oder was? Und wie komme ich da hin? Rebellion. Vor allem, was ist das hier für eine Treppe? Jetzt einfach nichts mehr. Hallo, wie ah, hier. Eieiei. Ich laufe mir hier dumm und dusselig, ne? Oh, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Trophäenraum. Da oben. Accio. Revelio. Schatulle des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in diesen uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl des Champions für das Turnier. Was haben wir hier so Schönes? Trophäenraum. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Rebellion. Hier findet ihr bald alle meine Trophäen und dann werde ich zum Bösen übergehen. Hogwarts-Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Gorlick, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraunen über Mistelzweige und Bubo-Tublern bis hin zu springenden Knollen, ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Revelio. Find's cool, dass der Charakter auch an dem Wissen wächst, sag ich mal, ne? Dadurch, dass wir ja mal, wenn wir die Sachen da aufsammeln und so. Oh. Kriegen wir mal so ein bisschen Level up. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Finde ich gut. Hauselfenrüstung. Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt. Er wollte, dass ein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt, um zu erkennen, dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden konnte. In dem Moment, in dem der Elf sie anlegte, disapparierte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Hahaha. Schlauer Elf. Zentaurenrüstung. Diese einzigartige Rüstung wurde als fehlgeleitetes Friedensangebot für einen Zentaurenanführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote erhielt zum Dank einen Pfeil ins Bein. Die Rüstung selbst, die mit Hufspuren übersät war, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geborgen und erneuert. Revelium. Was ist denn das für ein Ogre?
Das ist eine Trollrüstung oder was? Was haben Sie jetzt vor? Ja, Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Da sie erhalten geblieben ist, dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an einem Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstungen und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Und da ist der letzte Ball. Akio. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Da unten. Nehmen wir den hier. Ich habe gerade gesehen, einige Gegner sind besonders. Besonders schwach gegen bestimmte Zauber. Das wird also auch noch interessant. Wobei ich die sowieso alle mit Fluchzaubern bombardieren werde, sobald ich kann. Dann sah ich nämlich nur noch. Wie heißt. Ey, wo ist denn hier mein Tee? Dann heißt es nur noch. Avada Kedavra! Avada Kedavra! So. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Na klar. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Ja klar, hör mal. Wenn es darum geht, irgendwelche Leute dreckig zu machen, kaputt, hier, gönn dir. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Ja, großartige Idee. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ja, viel Spaß, du Oma. Oh, hier ist nur ein. Ja, wo führst du mich hin, mein Freund? Der kleine Freund möchte, dass ich nach oben gehe. Ich dachte unten. Ich sage ja immer. Wait, what? Ah, hier. Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Und jetzt. Ich bin wie ein Scharfschütze. Es ist Nacht, ne? Müsste ich nicht eigentlich ins Bett? Revelio. Ins Bett, wie sehe ich denn aus? Die können mich mal. Ins Bett. Ich habe keine Zeit, um ins Bett zu gehen. Sieht nicht so aus, als hätte ich hier noch irgendwelche Nebenquests. Ne, dann gehe ich mal zu Fix. Professor Figgity Fix. Professor. Die sind aber echt alle pennen gegangen. Das ist cool, ne? Oder was ist alle, aber? Ist viel weniger los, sagen wir so. Die Quest mal auswählen, so. Oder chillen noch ein, zwei. Ist das Nettie? Wenn das nicht der Schatzsucher ist. Ja. Unglaublich, dass du die alte Uniform gefunden hast. Gut gemacht. Na, Nettie, was geht? Revelio. Lumos. Warte mal, hier doch. Wie habe ich denn diesen einen Zauber nochmal benutzt? Nee, T. Hm.
Weiß ich gerade auch nicht. Da unten. Was ist denn das? Ach, das ist die Wegmarkierung. Ich hab schon wieder ganz vergessen, dass es die gibt. Was kann das denn? Was ist das? Lumos. Ah, das ist eine Motte. Ich weiß gar nicht, wo das passende Bild dazu ist. Vielleicht hier unten? Lumos. Da, da ist ein Bild. Wo ist irgendwo eins? Und das ist so das Passende dazu. Ja, machen wir noch schnell. Weiß ich ja einmal, wo das ist. Kommen Sie, folgen Sie. Runter. Und dann links, geradeaus und dann da rechts, ne? Da vorne an der Ecke. Ja. Danke. Lumos. Seiten haben wir einfach schon wieder. Ah, fuck, ein zu hoch. Hier durch? Ah, ja. Revelio. Eine Truhe. Sammlung aktualisiert. Botanik selber. Professor Fick. Als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreundlichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten, in der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigel Black, Schulleiter. Hey, bist du hier? Ah, die Truhe, die klaue ich dir noch. Danke. Ah. Ist ja auch Schnucke, der meinte, man schläft. Ich habe hier echt gewartet bis morgen früh. Ja, interagieren. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Renrock at Rookwood. Rookwood wollen das Medaillon. Sie wollen das Medaillon?
Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Alles klar. Hackett ist ja unten, ne? Professor Hackett. Hackett. Revelium. Nicht wundert über meinen Mantel, der ist antik. Wenn der da runtergesprungen wäre, dead. Alter, hier muss man aber immer viele Stufen latschen. Ja, okay, warum fängt es denn an zu laggen? Was passiert hier? Spiel? Ist aber auch hier ein Auf und Ab. Revelio. Ach, die gute Dame. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Natürlich, sofort. Hallo, ja, hier. Skelett eines schwarzen Hebriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für die Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während des großen Wilder-Razzia von 1878 in Alleingang einen der größten Wilderringe in Ost-Wales zerschlagen hatte. Oder Wilderringe. Nein. So, moin. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde Training in der Zauber... Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Eine Runde Training im Zauberkombination mit Luke und Bradley durchführen. Gekreuzte Stäbe. Woher kennt ihr das? Warum weiß ihr das? Der Krankenflügel. Nee. Ich wollte nur gucken. Na gut. Südflügel. Ja, nehmen wir mal da oben den Wegpunkt. Oder schnelle Reisepunkt, eher gesagt. Bin einfach draußen. Na, Kleiner, kann ich hier ausstreichen? Nope. Warum kann ich hier keine Eule streichen? Revelio. Den Platz kenne ich. Brunnen der vier Tierwesen.
Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Thestral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Und ich auch. Ich will auch einen Wunsch. Menno. Ich darf keine Wünsche haben. Bereit für Rebellion. Denke schon. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian, ich weiß. So, wo ist er, der Kollege hier? Yo. Zurück. Ich will teilnehmen, was wir üben. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Bin bereit. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja klar, mit Natti. Ja, Natti. Dann kann's ja losgehen. Natti. Bereit für dein Ende? Ach du Scheiße. Verzeihung im Voraus. Ihr Plebs. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern. Mit dem Aufruf, Aufrufezauber Akio. Okay. Ich mach Rebellion. Levioso. Ah! Nee! Egal, Nein! Weg mit dir! Alter, der hab ich alles in die Ohren gehauen. Ich hab nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Ich bin ausgeschieden. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Besser ist. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Auf keinen Fall, Junge. Du kriegst noch mehr um die Ohren. Her damit. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, zeig mal, ja. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Alles klar. Hallo, ich hab da viel Geduld. War ja easy. Das war auch easy. Das war auch easy. Sehr schön. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. So, gib mir den nächsten Gegner. Lass mich irgendwie umbringen. Erledigt. Ich will deinen umbringen. Oh Mann. Guck mal, hier stehen sie alle. Holt euch schön aus, ihr Plebs. Übt vielleicht noch ein bisschen, dann könnt ihr auch einen wie mich schlagen. Menno. Oh! Gib mir die Axt.
Revelio. Nettes Gemüt. War ich da schon? Das sagt mir jetzt hier gar nichts. Ach doch, hier war ich auch schon. Doch. Jetzt erinnere ich mich. Was ist denn hier? Aber wo ist der Pflegevieh dazu? Revelio. Accio. Interesting. Der hat gerade irgendwer rumgebackt. Gut, ich gehe erstmal zur Mission weiter. Ah, ich kannte heute Professor Hackert. Habe ich die andere Mission schon fertig gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Einfach random fertig gemacht. Komplett die Mission. Geil. Dann kann ich jetzt einen Entzündungszauber lernen. Oh, der ist in meinen Händen richtig gut aufgehoben. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Oh ja, nee, au, ich beim nächsten Mal Feuer. Ich habe die Ihre Ohren, Aufgaben alle erledigt, Professor Hackert. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration. Und natürlich. Halten Sie den Zauberstab ruhig. Natürlich. Easy. Feuermager bin ich aber heute. Tee. Für die drei. Achso. Hier rein. Okay. Incendio. Brennen! Nein. Ein schwerer Schadenszauber, der zerstörerische Flammen auf kurze Distanz entfesselt. Besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Accio. Incendio. Guck mal, hast du gesehen, wie ich ihn weggekumpelt hab? Accio. Okay, pass auf, das geht in eine Kombo. Zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Macht Spaß. Wieso kann ich niemanden? Wieso kann ich hier niemanden in den Brand setzen? Okay, also, sag. Ja, das ist so eine Kombo. Eines Magiers würdig ist. Hahaha, mein nächstes Battle ist ja jetzt schon gewonnen. Warte, ich muss runter und dann wieder hoch. Wo sind die Quests? Da unten. Moment, da gehe ich eben hin. Guten Tag, was gibt's? Ich frage mich, ob Incendio du mir ein Projekt helfen könntest. Oh no, fucking fake, Harry Potter will was von mir. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hophouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ich find's geil, wie ich einfach so richtig dunkel bin, also so richtig mysteriös. Ich hatte ganz schön viel Glück. Nein. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt.
Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Sie können unheimlich sein. Wovor sollte man da Angst haben? Erschreckst du dich auch vor deinem Schatten? Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das ist schon witzig. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was erwartet mich? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Klar. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Ob ich dir helfen werde, weiß ich noch nicht, aber... Ich werde auf jeden Fall da reingehen, weil das schon allein... gefährlich ist. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Ja. Wieso ist nach einer Quest irgendwie immer laggy? Hallo Spiel, kannst du dich mal wieder raffen? Ja, OBS. Schaffst du es noch? So, okay. Anscheinend muss man einfach OBS die Aufnahme aus und dann wieder anmachen. Manu. Voll bescheuert, ey, mit dem Dex. Oh. Wo geht's hin, mein Freund? Dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Problem. Naja, richtig gut. Freue mich, dass ich das erfahren habe. So, dann gehen wir da in die glorreiche Mitte. Hab ich dich. Danke. Müssen jetzt auch schon davon 4 Stück haben, ne? 3-4 Stück. I don't know. Das nervt mich ein bisschen, dass ich dazwischendurch mal neu starten muss, aber besser als wie, als ihr da die ganze Zeit die laggy Scheiße habt für ein paar Sekunden. Incendio. Ah, stört ja aber auch keinen, ne? Wieso kann ich hier nicht... Ah, hier bin ich. Hast du deine Bitterwurz beim Pickeln bekommen? Slytherin. Ich hasse... Nein. Flug. Noob. Verlierer, Verlierer. Wait, what? Ist das ein Dino? Holy shit. Sieht mega sick aus. Müssen hier nicht auch irgendwo der Baum sein? Von dem
Harry quasi angegriffen wurde. Weil der seine Umgebung von alleine aus schützt. Glumbumbel. Glumbumbel sind magische fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehren Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nestern und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honig darin. Was ist denn da unten? Ein Altar oder was? Incendio. Was soll ich jetzt hier tun? Finde und betrete den Korridor. Dann wahrscheinlich da unten das Ding, ne? Diese Ranken sind ja so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Oh ja. Incendio. Lass mal die halbe Schule abbrennen. Verborgene Kräuterkunde-Korridor. Oh, da bin ich für. Oh, wo bin ich denn? Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Incendio. Lumos. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Incendio, Lumos. Interessant, wirklich äußerst interessant hier. Incendio. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Ignoso. Akio. Wait, what? Oder? Ah, warte mal. Reparo. Oder einfach drüber springen. Lumos. Wollte schon sagen, als ob ich da nicht einfach drüber springen kann. Ach, falsche Taste. Egal, mach nichts. 29 Verteidigung. Oh. Geil. 22 Offensiv. Sief, Dicker. Nehme ich. Kapuze immer an. Bin gefährlich. Ey, wenn dann... Weiter der hier. Ein altes Wappen. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe geschützt. Aua. Robuste Duellierhandschuhe. Alter. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Geil, kriegt sogar direkt hier goldene Handschuhe. Sag mal her hier. Oi, oi, oi. Alter, guck mal, 70 Offensive fast. Läuft. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa-Tentakula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Incendio. Lumos. Weg mit der hässlichen Pflanze. Lumos.
Warum glaube ich, dass das nicht so einfach wird? Lumos. So, bevor ich mir die Pflanze hier hole, gucke ich mich erstmal weiter oben hier. Was haben wir hier? Lumos. Noch irgendwas, was man anzünden kann? Lumos. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Lumos. Vielleicht behalte es einfach selber. Sieht gut aus. Mir doch egal, ob der sich krass fühlen kann oder nicht. Ah, guck mal, da ist noch eine. Lumos. Lumos Tentacula. Ich nehme die alle mit. Der Lehrer wird sich freuen. Alle weggelootet. Rebellion. Aber bestimmt Lumos. Oben, ne? Rebellion. Okay, ich hab keine Ahnung wo. Weiter Schal mit Hauswappen. Zähe Tentacula. Wenn sie eingesetzt wird, schließt die Säure auf nahe Gegner. Samen der Venemosa Tentacula können bei Wasser. Wasserwegerich und Knolbenblätterpilz erworben werden. Muss in großen Töpfen gepflanzt werden. Verstehe. Warte, muss ich hoch? Ah, hier durch dann. Revelio. Stört ja keinen, dass ich da war, ne? Gewächshausbaum. Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshauses stehenden Baumes ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. Lumos. Moin. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Weiß ich. Sonst nichts zum Aufheben hier? Rebellion. Nope. Komm ich da schneller hin? Ja. Ach. Rebellion. Lumos. Kehre zu Duncan zurück. Kann ich dir mal so ein Pflanzenstück geben? Ich dachte, wenn ich nur eine bekomme, dann kann er dich verpissen. Aber da ich mehrere bekommen habe, hat er nochmal Glück gehabt. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Vielleicht behalte ich das besser oder... Ach, komm hier. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Hm. Ich werde dich weiter so nennen, mein Freund. Gib mir mal meinen Todesschal. Was habe ich denn da bekommen? Was zum Teufel? Wenn dann den hier. Oder hier so auf Gold ein bisschen, weißer auf Edel. Hier, gib mir den mit dem Gold. Ich bin Edel. Edelweiß.
Sonst noch irgendeine Quest hier? Weltkarte, okay. Wenn du diese Symbole an einem Ort siehst, bewegen dir die Zeiger darüber, um versteckte Symbole anzuzeigen, die sich ebenfalls dort befinden. Das ist aber sehr weit. Okay, das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like dafür. Hogwarts Legacy für mich. Damit ich weiß, euch gefällt das Projekt. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Würde mich aber sehr freuen und supporten. Kuss an alle. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne oder schaut gerne bei TikTok, YouTube, Twitch, Insta, alles. Wobei alles hat Tutti. Haut rein. Macht's nicht gut, macht's besser. Kuss. Tschüss.